Die Feuerwehr Zwickau hat derzeit eine Hauptaufgabe: Eiszapfen pflücken. Bereits am Dienstag gab es 6 Einsätze, am Mittwoch gegen 11 Uhr war es bereits der 3. Einsatz. Gerade in der Fußgängerpassage kann das Herunterfallen solch eines Eiszapfen zu einer Katastrophe führen. Einige Exemplare messen bis zu 1 Meter und sind mehrere Kilo schwer. Garantiert wird der Einsatz in der inneren Plauenschen Straße in Zwickau nicht der letzte Auftrag für die Kameraden der Feuerwehr sein.